Dieses Video ist für Anfänger gedacht. Ich gebe dir Hilfestellung bei dem Jäckchen in Größe 50 bis 56. Wir werden in einem Stück stricken mit Raglan-Schrägen. Du hast vorne und hinten Raglan-Schrägen. Du solltest rechte und linke Maschen stricken können. Was der Vorteil am Raglan ist, du hast nur einen Anfangsfaden, einen Endfaden und die Fäden der Ärmel später zu vernähen. Wir benötigen dafür natürlich eine Schere, ein Nadelspiel in der Stärke 3, Knöpfe, 4 Maschenmarker, große Sicherheitsnadeln, um später die Ärmelmaschen stilllegen zu können. Zeige ich dir. Dann ein Reihenzähler. Du kannst natürlich auch Stift und Papier nutzen, um eine Strichliste über deine Reihenzahlen zu führen. Dann noch eine Nadel zum Vernähen der Fäden, eine Rundstricknadel, natürlich auch in der Stärke 3 und Wolle. Ich habe in dem Fall Merino-Wolle genommen mit einer Lauflänge von 400 Metern auf 100 Gramm. So, jetzt legen wir das mal auf Seite. Die Raglan-Zunahmen zeige ich dir in diesem Video, wie du die Knopflöcher erstellst. Aber ich denke, wir fangen am besten jetzt erstmal an. Du schlägst 72 Maschen an, strickst eine Reihe rechts, die zweite Reihe rechts, um dieses Muster kraus rechts zu erhalten. So, das ist nicht gerade meine Lieblingswolle, die pinke hier, aber ich denke, für das Video ist es ausreichend. Als Anfänger besorgt dir ruhig gute Wolle. Es macht einfach Spaß, eine gute Qualität zu verstricken. So, um dieses Kraus-Rechts-Muster zu bekommen, hast du schon eine Reihe rechts, zweite Reihe rechts gestrickt. Die erste Masche heb wie zum Linksstricken ab, damit du später eine schöne Abschlusskante erhältst. Also, die erste Masche immer in jeder Reihe einfach nur zum Rechtsstricken abheben. Wir setzen jetzt die Maschenmarker. Den ersten Maschenmarker für das Vorderteil 1 und die Grenze zum Ärmel setzt du nach 11 Maschen. Zähl ruhig immer noch mal nach. Es ist sehr ärgerlich, wenn man in Reihe 5, 6, 7 merkt, dass man einen Fehler gemacht hat. So, dann setzen wir den ersten Marker. Den zweiten Marker setzen wir nach 16 Maschen. So, da haben wir gleich. Und auch hier nochmal nachzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Super. Okay, Marker setzen. Jetzt kommt das Rückenteil. Dafür nehmen wir 18 Maschen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, ruhig nochmal nachzählen. Ach, die Wolle, die hakt auch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Also der nächste Marker. Dann brauchen wir nochmal 16 Maschen für die Ärmel, also für den zweiten Ärmel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wie immer nachzählen. Okay, den letzten Marker setzen. Und jetzt kommen noch mal 11 Maschen für das zweite Vorderteil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Die 11. Masche, also die letzte Masche auf der Nadel, wird immer links gestrickt. Also merke dir, die letzte Masche immer links. Genau, die erste Masche immer wie zum Rechtsstricken abheben, die letzte Masche immer links. So, du hast jetzt 4 Reihen rechts gestrickt, demnach sind wir in der 5. Reihe. Hier fangen auch die Zunahmen an den Raglan-Schrägen statt, also an den Markern. Und zwar immer die letzte Masche vor dem Marker und die erste Masche nach dem Marker. Das gilt natürlich für alle 4 Marker. Aber ich zeige dir wie. So, dann stricken wir mal natürlich wieder rechts. Und bis eine Masche vor dem Marker. Dann siehst du diese Masche. Die hat unten eine kleine Welle. Diese Welle hebst du an mit der rechten Stricknadel. Ich zeige dir das nochmal. So. Führst die Nadel rein, holst dir deinen Faden und ziehst diesen Faden durch diese kleine Welle durch. Und dann müssen wir natürlich noch die Ursprungsmasche auch rechts abstricken. Also wie du siehst, kein Hexenwerk, aber wir machen das jetzt noch ein paar Mal zusammen. Den Marker auf die rechte Seite, dann die erste Masche nach dem Marker wird wieder verdoppelt, also mit der rechten Nadel in die kleine Welle von unten einstechen, den Faden holen und diesen Faden durch die kleine Welle ziehen und die Ursprungsmasche natürlich auch mit rechts abstricken. So, das war's beim ersten Marker. Stricken wir weiter. Bis wieder eine Masche vor dem Marker. Nehmen mit der rechten Nadel die kleine Welle von unten auf
holen uns den Faden, ziehen den Faden durch die Masche durch und stricken noch die ursprüngliche Masche ab. Dann die erste Masche nach dem Maschenmarkierer, auch wieder die Welle von unten einstechen, Faden holen, Faden durchziehen und die ursprüngliche Masche noch abstricken. So, dann stricken wir weiter bis zum nächsten Marker. Merke dir, immer nur in den Hinreihen werden die Maschen vor und nach dem Marker verdoppelt. In den Rückreihen wird ganz normal rechts gestrickt. Also da finden keine Zunahmen statt. Die Zunahmen finden immer auf der Hinseite, also auf der Musterseite statt. So, jetzt sind wir wieder die letzte Masche vor dem Marker. Die müssen wir verdoppeln. Die Welle auf die rechte Nadel, den Faden holen, den Faden durchziehen und die Ursprungsmasche stricken. Marker überheben auf die rechte Nadel. Die erste Masche nach dem Maschenmarkierer. Welle anheben. Faden holen. Faden durch die Welle ziehen, genau. Und die Ursprungsmasche stricken. Ich habe ein kleines Knötchen. So, bis zur nächsten Markierung. Ich versuche da jetzt mal schnell hinzustricken, dass das Video nicht so lang wird. So, die letzte Masche vor dem Maschenmarkierer. Die Welle anheben auf die rechte Nadel. Faden holen, Faden durchziehen, die Ursprungsmasche stricken, den Marker auf die rechte Seite, dann die erste Masche nach dem Maschenmarkierer verdoppeln, also Welle anheben, Faden holen, Faden durchziehen, und die Ursprungsmasche stricken. Bis zum Ende stricken und dran denken, die Endmasche wird links gestrickt. Oh, da bellt mein Hund und die Masche fällt. Okay, also Faden nach vorne, zum links stricken, abheben, ach nicht abheben, stricken und fertig. So, das war's mit den Zunahmen. Wie du siehst, überhaupt gar kein Hexenwerk. Denk daran, immer vor und nach dem Maschenmarkierer jeweils die erste Masche verdoppeln, so wie ich dir das gerade gezeigt habe. Vor und nach, genau. Aber nur in den Hinreihen, also nur in den Musterreihen. Damit du diese Schräge, also dieses Muster in diese Schräge reinbekommst. So, wir befinden uns jetzt in Reihe 9. Lass dich von meinem Reihenzähler nicht irritieren. Ich habe nur vergessen, eins weiter zu drücken. Das fällt mir aber jetzt gleich auf. Wir stricken jetzt in Reihe 9. Das erste Knopfloch. Dafür die erste Masche abheben, wie gewohnt. So, da fällt es mir auch auf. Also, jetzt ganz offiziell, wir sind in Reihe 9. Erste Masche abnehmen, 1, 2, 3 rechts stricken. Und jetzt kommt das Knopfloch. Und zwar dafür einfach ein Umschlag und die nächsten zwei Maschen rechts zusammenstricken. So, und das war's dann auch schon. Dann, wir befinden uns auf der
Hinreihe, also einer Musterreihe, und demnach müssen wir auch an die Racklan-Zunahmen denken. Also die letzte Masche vor dem Maschenmarkierer wird wie gewohnt verdoppelt. Die erste Masche nach dem Maschenmarkierer verdoppelt. Entschuldigung. So, du kannst dir notieren, dass das nächste Knopfloch in Reihe 29 gestrickt wird. Das erste wurde ja in 9 gestrickt. Das zweite wird in Reihe 29 gestrickt. Das dritte in 49. Das vierte in Reihe 69. Und das letzte Knopfloch wird in Reihe 89 gestrickt. Und zwar genau so, wie ich dir das gerade gezeigt habe. Die Rückreihe, also die 10. Reihe, strickst du ganz normal den Umschlag für das Knopfloch ganz normal einfach rechts drüber. Da entsteht ein kleines Löchlein und das ist natürlich auch gewollt. So, dann merke dir immer in der Hinreihe, also der Musterreihe, die Racklan-Zunahmen an den Markierern. Die Rückreihen werden immer glatt rechts gestrickt ohne Zunahmen. Die Knopflöcher, wenn du die setzen musst, habe ich dir gerade gesagt. Und jetzt lasse ich dich mit deinem Strickstück alleine. Und wir sehen uns in Reihe 40 wieder. Beziehungsweise Reihe 41. Da werden wir nämlich die Ärmelmaschen stilllegen. Zur Orientierung, in Reihe 41 müsstest du 52 Maschen pro Ärmel haben. Und die legen wir dann zusammen auf die Klammern still. Ja, dann viel Spaß und bis gleich.